Habe ich genug Respekt bei den anderen Rekruten, um Rekrut zu werden? Mir ist nichts zu Ohren gekommen, was mich zu der Annahme bringen könnte, dass du bereit bist. Ich habe hier ein Empfehlungsschreiben von Geoff. Mal schauen. Okay, das reicht mir völlig. Du hast großen Eindruck auf Geoff gemacht. Du sprachst von einer Prüfung, die du mir stellen wirst. Was muss ich tun? Da du jetzt alle Hürden erfolgreich genommen hast, wird es nun Zeit für meine letzte Prüfung. Diese Prüfung verlangt von dir Mut und Durchsetzungsvermögen. Jawohl. Gut, dann hör mir nun genau zu. Wie du sicher weißt, gibt es hier in der Stadt ein Hotel. Seit fast einer Woche wohnt dort ein Händler vom Festland. Sein Name ist Calvio, er macht allerdings keine Anstalten, seine Rechnungen zu bezahlen. Hier muss ganz klar etwas passieren. Sorge dafür, dass er seine Rechnungen bezahlt. Sollte er Ärger machen, so muss er die Stadt verlassen. Ich soll also dafür sorgen, dass der Kerl seine Rechnung begleicht? Richtig, ich will nur nichts mehr über diese Sache hören. Wie du das anstellst, ist ganz allein deine Sache. Verstanden. Ich mache mich nun auf den Weg. Du siehst durstig aus. Erraten. Dann habe ich ein Bier für dich. Das wäre jetzt nicht schlecht. Na ja, damit. Und? Ist auf jeden Fall nicht das normale Bier. Das ist schon mal gut. Aber es hätte intensiver schmecken können. Hört, ihr Bewohner von Asun, aufgrund der allgemeinen Knappheit... Mich kann ja nicht ewig so weitergehen. ...alle Bürger angewiesen, mit den Restbeständen sorgsam umzugehen. Ich kann das nicht mehr hören. Zeig mir deine Ware. Hier ist alles, was ich habe. Wie wäre es mit etwas Essen? Kann es sein, dass du vergessen hast, deine Schulden im Hotel zu bezahlen? Vielleicht. Aber mit so etwas belaste ich mich nicht. Das wird deinem Ruf als Händler schaden, wenn du nicht mehr in die Stadt oder dem Hafen kannst. Drohst du mir etwa? Ja, und ich meine es verdammt ernst. Du kannst dich jetzt entscheiden. In beiden Fällen wirst du die Rechnung zahlen. Lass mich mal nachdenken. Du hast noch eine Sekunde. Sonst prügel ich dich aus der Stadt raus. Ist ja schon gut. Du hast mich überzeugt. Ich werde die Rechnung bezahlen. Auch den Ärmsten werden Speisen und Unterkunft geboten. Und wer Besitz hat, kann sich darauf verlassen, willst du ein ihn wenig zu Bier? Behalten. Gemeinsam können wir bestehen. Warum wenn nicht? Wir alle willst du es nun haben Schulter oder nicht? Stehen.
Wenn wir Fürst Albrecht und der Garde vertrauen, sag ich doch nicht nein. Dann ist uns der Rücken noch gestärkt anders überlegt. Und es ist kein Gott nötig, der seine Hand und über wie schmeckt uns das? Hält. Nun sind wir nicht Geschmack länger Figuren könnte es ruhig noch intensiver Spielfeld. Sein. Nun aber sind sonst wir selbst die Spieler. Es ist an uns, den Schwächsten zu helfen, ihnen beizustehen und sie willst zu stützen. Willst du ein wenig Bier? Teilt, was ihr du habt, verschenkst und ihr hier werdet von einer Bier? Inneren Wärme warum nicht? Werden. Willst du es nun haben oder nicht? Denn dies ist die Liebe zum Nächsten. Wenn du so fragst, sag wenn ich doch ihr nicht Ropiri nein, bevor habt, du es dir dann noch anders teilt überlegst. Sie mit denen, die nichts haben. Eure und wie schmeckt Spenden das? Werden die richtigen erreichen. Vom Geschmack her könnte mein es ruhig darauf. Noch intensiver sein. Bemühen aber wir sonst uns, in die Welt Ordnung. Friedlich zu halten, indem wir füreinander da sind. Denn damals war sie rau, chaotisch und ohne Mitleid. Krieg und Zwietracht entstanden aus dem Streben der Götter, die Werte der anderen auszugleichen. Du siehst durstig aus. Erraten. Dann habe ich ein Bier für dich. Das wäre jetzt nicht schlecht. Immer her damit. Und? Ist auf jeden Fall nicht das normale Bier. Das ist schon mal gut, aber es hätte intensiver schmecken können. Unsere Belange wieder in unseren Händen. Mit allen guten und schlechten Seiten, die daran sind. Warte mal. Wir stehen allein und müssen jede willst du ein wenig Bier? Nehmen. Du verschenkst hier freiwillig Bier? Warum nicht? Willst du es nun haben oder nicht? Wir selbst können wenn du so fragst, sag ich doch nicht nein, bevor du es dir noch anders wem überlegst. Wir die Treue halten. Hier und wie Assun schmeckt das? Ist es Fürst Albrecht, vom Geschmack her könnte es Schutz ruhig noch intensiver sein, aber sonst vertraut in Ordnung. Vertraut diesem gütigen Herrscher. Auch den Ärmsten werden Speisen und Unterkunft geboten. Und wer Besitz hat, kann sich darauf verlassen, ihn zu behalten. Gemeinsam können wir bestehen, wenn wir alle Schulter an Schulter stehen. Wenn wir Fürst Albrecht haben. Was suchst du da bitte? Geht doch. Und es ist kein Gott nötig, der seine Hand über uns hält. Nun sind wir nicht länger Figuren auf ihrem Spielfeld. Nun sind wir selbst die Spieler. Hey du! Ich möchte den Stampfer abholen. Das wird dich 60 Ruperi kosten. Hier hast du die Ruperi. Und hier hast du deinen Stampfer. Die Götter trugen auf unserer Welt ein Spiel aus, indem sie die Menschen warte mal ihre Zwecke führten, verführten und opferten. Viele verloren ihre Habe, ihre Herkunft, ihre Familien und Freunde. Viele gaben ihr Leben. Lass uns handeln. Lass uns mal abwarten, was da passiert. Calvillo hat gerade seine Schulden bei mir bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Vielleicht sind diese Ruperi eine Belohnung für dich. Danke. Denkst du, die Türme bringen was? Der arme Kerl kann einen leid tun. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Was hast du so alles? Sieh mal rein. Das mich liegt doch auf der Hand. Hey! Die exotischen Waren können wir ja jetzt vergessen. Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Das hätte ich dir vorher sagen können. Immerhin, hey! Willst du ein wenig Bier? Man muss eben du verschenkst hier freiwillig Bier? Warum nicht?
Willst du es nun haben oder nicht? Wenn du so fragst, sage ich doch nicht nein, bevor du es dir noch anders überlegst. Und wie schmeckt das? Vom Geschmack her könnte es ruhig noch intensiver sein, aber sonst in Ordnung. Ins Ödlein will ich bestimmt nicht. Denkst du, die Türme bringen was? Lass mich mal deine Ware anschauen. Kein Wasser weit und breit. Wo bleiben denn die Schiffe? Das ist doch nichts Neues. Wo bleiben denn die Schiffe? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Zeig mal, was du hast. Wie immer, alles frisch, alles günstig. Das freie Lager. Der war doch sturzbetrunken. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Wer weiß schon genau, was es da gibt? Das hätte ich dir vorher sagen können. Gut, ich habe deine Aufgabe erledigt. Ja, du bist bereit. Wenn du sicher bist, dass dies dein Weg ist, komm zu mir. Ich kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich kann das nicht mehr hören. Was hast du anzubieten? Wer weiß schon genau, was es da gibt? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Exotischen Waren können wir ja jetzt vergessen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Zeig mir dein Essen. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Wer wurde auch umgebracht? Denkst du, die Türme bringen was? Über sie handeln, können wir ganz vergessen. Bring mir was bei. Stärke hat zugenommen. Ich habe ein Problem. Und das wäre? Ein Freund von mir sehnt sich nach einem deiner Mädels. Sag doch gleich, dass du mit Lupia runtergehen willst. Ich habe es ernst gemeint. Kannst du mir nun weiterhelfen oder soll ich woanders hingehen? Langsam, langsam. Wir erfüllen hier jeden Wunsch. Hausbesuche sind aber teurer. Wie viel soll's denn kosten? 300 Roperi. Das ist Wucher. Entspann dich. Wenn du Lupia unversehrt wieder hierher bringst, bekommst du 150 wieder. Bring mir also 300 Roperi oder vergiss es. Hier hast du die Roperi. Wen nehme ich mit? Lupia. Aber sieh zu, dass sie heil wieder zurückkommt. Sie ist mein bestes Pferd im Stall. Keine Angst. Ich bekomme das hin. Was hast du anzubieten? Nur außergewöhnliche Ware. Schau ruhig rein. Thank you.
Hey. Komm mit, wir machen einen kleinen Spaziergang. Warte, ich zieh mich erstmal um. Schon weich. Wenn das so weitergeht. Kein Wasser weit und breit. Ich wusste ja gar nicht, dass Lupia auch Hausbesuche macht. Ja, kannst ja auch mal bei mir vorbeikommen. Denkst du, die Türme bringen was? Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Kein Wasser weit und breit. Immerhin haben wir... Das ist doch nichts Neues. Man... Hier in Assun ist es Fürst Albrecht, der uns Schutz und Sicherheit gewährt. Vertraut diesem gütigen Herrscher. Na, wo wollt ihr zwei denn hin? Wenn ich euch im Wald erwische, gibt's was auf die Löffel? Ja, ja. Zeig mal, was du hast. Hier sind meine Waren. Warte. Was ist denn? Entspann dich. Gut, aber mach schnell. Dein Kunde wartet schon auf dich. Ich folge dir, mein wilder Tiger. Schön, dann weiter. Thank you.
geht da denn schon freiwillig hin? Was hast du anzubieten? Diverses. Schau dich einfach mal um und sag Bescheid, wenn dir etwas gefällt. Soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein. Wir sind da. Ich rede noch kurz mit Rolfus, dann gehört er dir. Ich werde mich so richtig um ihn kümmern. In der Zwischenzeit ziehe ich mich mal aus. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Hey. Ich habe dir jemanden mitgebracht. Danke, Mann. Genau das, was ich jetzt brauche. Bis morgen musst du sie mir aber auf jeden Fall hier lassen. Jede Stunde ist ein Geschenk. Zeig mir deine Speisen. Stets frische Köstlichkeiten von bester Qualität. Ich habe deine Botschaft überbracht. Gut. Gibt es eine Antwort? Ja. Vorax sagte mir, dass er sich entsprechend verhalten wird. Außerdem sagte er mir, dass bald eine Lösung gefunden werden muss. Hier hast du deine Belohnung. Komm in den nächsten Tagen wieder, dann habe ich sicher eine weitere Botschaft. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Lass uns mal abwarten, was daraus wird.
Da bist du ja. Wie sieht's aus? Konnten dir die roten Kristalle weiterhelfen? Und wie? Ich habe herumprobiert, bis ich die perfekte Mischung aus roten und blauen Kristallen gefunden habe. Problematisch war es bei der Trankherstellung. Doch jetzt weiß ich, wie man die Kraft der Kristalle in einem Trank speichern kann. Möchtest du es wissen? Nein, danke. Ich verstehe mich nicht auf die Alchemie. Diesen ersten Trank würde ich dir gerne für deine Mühen geben. Kannst du mir noch weitere Tränke herstellen? Sicher. Bring mir einfach weitere Kristalle. Alkohol haben wir zur Genüge im Kloster. Dafür muss ich dir jedoch 300 Roperi pro Trank berechnen. Mit 5 roten Kristallen kann ich dir einen Stärketrank herstellen oder einen Trank, der deine Konstitution erhöht. Aus 5 blauen Kristallen kann ich dir einen Trank herstellen, der deine magische Kapazität steigert. Hey, du! Stell mir noch einen Stärketrank aus Kristallen her. Hast du 5 rote Kristalle und 300 Roperi dabei? Hier. Hier, nimm den Trank. Ich werde wohl noch ein paar auf Vorrat herstellen müssen. Stell mir noch einen Stärketrank aus Kristallen her. Hast du 5 rote Kristalle und 300 Roperi dabei? Hier. Hier, nimm den Trank. Ich werde wohl noch ein paar auf Vorrat herstellen müssen. Ich habe ein paar Meinungen zum Bier eingeholt. Das Bier könnte ruhig noch intensiver schmecken. Soll es das?
Da muss ich wohl noch etwas verändern. Aber danke, dass du das gemacht hast. Was ist mit meiner Belohnung? Ach ja, hier hast du 5 Flaschen frische Brise, das ich hier gebraut habe. Außerdem kannst du bei mir jetzt immer das Bier kaufen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Eigentlich handle ich nicht. Aber ich habe trotzdem ein paar Sachen. Möge Adanos dich beschützen. Da bist du ja endlich. Ich habe schon lange auf dich gewartet. Was gibt's denn? Arbeiten die Arbeiter mal wieder nicht? Nein, die Hütten sind fertig. Die Arbeiter ziehen bald weg. Oh, das sind natürlich gute Nachrichten. Ja, ich bin auch froh, dass sie fertig sind. Ich weiß auch deine Mühen sehr zu schätzen. Deshalb kannst du dir eine Belohnung auswählen. Du hast die Wahl zwischen einem Segen für die Aufnahme oder einem weltlichen Gegenstand. Ich hätte gern den Segen. Eine sehr gute Wahl. Adanos segne dich. Hey! Was hast du anzubieten? Schau selbst. Ödland will ich bestimmt nicht.
erkennt er doch nicht, wie diese verblödeten Stadtpinkel Steuern zahlen. Zeig mir deine Ware. Schau dich ruhig um. Ich hab sicher was für dich. Luca ist wieder da. Sehr gute Arbeit. Das war der erste Auftrag. Und den hast du gemeistert. Falls du vorhast, hier im Lager aufgenommen zu werden, dann werde ich bei Flint ein gutes Wort für dich einlegen. Es ist immer von Vorteil, viele Leute zu kennen. Vergiss das nicht. Du brauchst hier viele Beziehungen, um erfolgreich zum Ziel zu kommen. Verstehst du? Verstehe. Ich bereite jetzt noch den nächsten Auftrag mit Luca vor. Melde dich später bei mir. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Zeig mir deine Ware. Ich brauche Informationen über das Lager. Hier im Lager wirst du allerlei Menschen antreffen. Vom Dieb bis zum Handwerker ist hier alles vertreten. Also achte darauf, mit wem du sprichst. Nicht alles ist so, wie es scheint. Wulfgar. Wulfgar ist unser Anführer. Er kümmert sich um das Minengeschäft des Lagers. Mehr gibt es da aber nicht zu sagen. Er befindet sich im Tempel und kommt nur selten raus. Gorok. Der kräftigste Kerl, dem ich jemals begegnet bin. Für ihn zählt nur die Stärke. Deshalb führt er die Arena und organisiert die Kämpfe. Worin? Über Worin weiß ich nicht viel. Er lässt sich im unteren Viertel selten blicken. Von ihm hört man nur, dass er Leistung belohnt. Wenn du bei ihm Eindruck machen willst, dann mache deine Arbeit so gut es geht. Flint. Flint kennt alles und jeden hier im Lager. Schließlich kümmert er sich um die Neuen und er hat gute Beziehungen zu allen einflussreichen Leuten hier. Drake. Drake ist ein harter Bursche, aber er säuft wie ein Loch. Der kauft sich immer den härtesten Schnaps, da ihm der Rest viel zu lau schmeckt. Der lebt, solange der Alkohol fließt. Kannst du mir was beibringen? Ja, ich kann dir alles über das Diebeshandwerk zeigen. Was möchtest du wissen? Und wenn du geschickter werden willst, dann wirst du hier im Lager wohl niemand Besseren finden.
Was hast du für mich zu tun? Mir gefällt es nicht, wenn sich irgendwelche andere Personen in meine Geschäfte einmischen. Was meinst du damit? Mich überbieten, meine Quellen stehlen, du verstehst. Glaube schon. Hast du an jemand Bestimmtes gedacht? Ja, Orton. Geht es hier um die Sache mit Agiulf? Nicht nur das. Er versucht mich schon länger vom Markt zu drängen. Das lasse ich aber nicht zu. Ist ja gut. Wie kann ich dir dabei helfen? Ich möchte, dass du den Kerl aus dem Weg schaffst. Okay, was soll ich genau machen? Ganz einfach. Ich habe hier einen gefälschten Brief. Den sollst du Orton unterschieben und Worin melden, dass Orton mit dem Banditen Kontakt hat. Worin sieht es gar nicht gerne, wenn sich Lagerbewohner mit Banditen abgeben. Wegen dem Banditen werden auch seine Eisenlieferungen überfallen und dabei eigene Wachen getötet. Deshalb werden Täter mit Verbannung aus dem Lager bestraft. Die können von Glück reden, dass er sie nicht töten lässt. Du kennst dich damit aber sehr gut aus. Ja. Wir hatten hier schon mal einen Banditen. Wieso verbannt Worin die Leute? Würde Worin die Täter umbringen lassen, müssen die Leichen aus dem Lager geschafft werden. Außerdem sind ihm die Banditen lieber als die Stadt. Er verbannt sie, da die Banditen sich dann in der Stadt rumtreiben. So hat die Miliz die ganze Arbeit und Worin halbwegs Ruhe vor der Stadt. Was muss ich Worin sagen? Es reicht nicht einfach einen zu nennen. Du musst schon mit einem konkreten Verdacht ankommen. Wenn du Orton den Brief unterschiebst, dann gehe zu Worin und sage ihm, dass ein Händler mit den Banditen zusammenarbeitet. Dann heißt es nur noch abwarten. Worin will den Rest regeln. Wie soll ich es Orton unterschieben? Wie du das anstellst, ist deine Sache. Irgendeine Idee? Schleiche dich an deinen Gegner ran und öffne seine Taschen von hinten. Nun geht es um Schnelligkeit. Nimm den Brief und steck ihn unbemerkt in seine Tasche. Wenn du zu ungeschickt bist, dann solltest du dich ausbilden lassen. Such einen Ausbilder, der dir zweifelhafte Fähigkeiten beibringen kann. Eine Idee, wer mich ausbilden kann? Luca kann das. Sonst kenne ich keinen. Luca? Eine unscheinbare Gestalt. Sehr geschickt. Er ist meistens im Haus gegenüber. Doch manchmal treibt er sich ja auch in der Stadt rum. Alles klar. Hast du nicht was vergessen? Ah, hier hast du den Brief. Viel Glück. Zeig mal, was du hast. Ich habe sicher etwas für dich. Du hast ein Problem. Wie soll ich das verstehen? Jemand versucht, dich aus dem Weg zu schaffen. Du scheinst einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Über wen reden wir hier? Cord. Das hätte ich mir denken können. Was hat er vor? Er hat mich geschickt, dir diesen Brief unterzuschieben und dich bei Worin zu melden. Ein Brief der Banditen. Scheint nicht gefälscht zu sein. Woher willst du das wissen? Cords Lieferungen beinhalten immer merkwürdige Gegenstände. Oft sind es Wertsachen aus der Stadt. Ich kenne mich da aus. Ich habe eine Zeit lang in der Stadt gehandelt. Was soll ich jetzt tun? Nimm diesen Brief und stecke es Cord heimlich zu. Melde ihn dann unverzüglich bei Worin. Der Bastard verdient seine gerechte Strafe. Hey! Wie geht es dir? Ich könnte mir mein Leben nicht besser vorstellen.
Der Trank hat wahrlich Wunder vollbracht und jetzt bin ich wieder kerngesund. Dich muss Adanos persönlich geschickt haben. Ach, dass es sowas gibt. Hey! Zeig mir deine Ware. Greif zu. Zeig mir deine Getränke. Selbstverständlich, mein Herr. Was hast du anzubieten? Diverses. Schau dich einfach mal um und sag Bescheid, wenn dir etwas gefällt. Hey, du. Die Zeit ist um. Ich bringe Lupia jetzt wieder zurück. Du kommst viel zu schnell wieder. Hier, nimm ein paar Roperi. Kauf dir ein Bier und lass den Tag gemütlich ausklingen. So, es geht wieder zurück. Ich ziehe mich noch kurz um. Nicht, dass ich noch eine Erkältung kriege. Folge dir, mein wilder Tiger. Unsere Reise ist jetzt wohl zu Ende. Ich hoffe, du holst mich mal wieder ab. Und vergiss nicht, wofür dir Rolfus das Geld gegeben hat. Ich werde auf dich warten. Tschüss, Süßer. Ich habe Lupia unversehrt zurückgebracht. Das habe ich schon gesehen.
Was ist mit dem Pfand? Hier sind deine Roperi. Lass uns mal abwarten, was draus wird. Mich fragt ihr. Das ist doch nichts Neues. Fisch, meine Meinung, frischer Fisch. Kommt und betrachtet meinen Fisch. Ins Ödland will ich bestimmt. Hört, ihr Bewohner von Assun. Am Morgen gefangener Süßwasser. Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels, einschließlich der Kaserne und der Festung des Fürsten, werden weiter verstärkt. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Die Torwachen sind angewiesen, das Gesetz in aller Strenge auszulegen. Hey du, was schleichst du da rum?
Es ist an uns, den Schwächsten zu helfen, ihnen beizustehen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Alles frisch, alles günstig. Schöne große Äpfel aus dem Assunschen Norden. Das ist doch nichts Neues. Immerhin haben wir die Goldmine. Kommt, kommt und seht. Nur beste Waren, nur beste Preise. Sie, meine Dame, schauen Sie sich das Brot hier an. Aus dem Steinbackofen des Meisterbäckers Rolf. Mehr für den Roperi hier bei mir. Nur Qualitätsprodukte aus der Region. Natürlich riesig, angebaut. Riesig. Mit vielen gefährlichen Viechern. Das ist doch nichts Neues. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Seit. Irgendwann muss. Bemühen wir uns, die Welt friedlich zu halten, indem wir füreinander da sind. Denn damals war sie rau, chaotisch und ohne Mitleid. Krieg und Zwietracht entstanden aus dem Streben der Götter, die Werte der anderen auszugleichen oder umzukehren. Die Götter trugen auf unserer Welt. Hey du! Begleite mich bitte zu Orins Hof. Gerne, das macht 10 Roperi. Hey! Ich habe die Lösung deiner Probleme. Und? Wie sieht die aus? Einen Stampfer habe ich hier. Und was ist mit den Vögeln? Dafür habe ich jetzt ein wenig Gift mitgebracht. Du vergiftest einige Körner damit, die in eine Schale kommen. Die Schale hält dann deine Vogelscheuche. Und das ist die einzige Möglichkeit? Ja. Na gut, dann werde ich das mal machen. Ich hoffe, das wird helfen. Danke, dass du mir geholfen hast. Hier dein Lohn für die Arbeit. Dein Bierfass wird heute ankommen. Das hoffe ich mal. Was ist mit meinem Lohn? Bevor ich dir was auszahle, warte ich erstmal ab, ob das Fass überhaupt ankommt. Besuch mich also morgen nochmal. Bye bye.
wird sich nie etwas ändern. Wegen den Schnäpsen. Ja. Ich habe Reisschnaps. Ja, wo hast du denn die her? Die bekommt man auf Ashun eigentlich gar nicht. Tja, Schnaps aus allerlei Früchten. Nennt sich Obstler. Ich dachte, du würdest etwas Tolles mitbringen. Naja, vielleicht ist er ja ganz gut. Ich habe Geistler dabei. Ah, Geistler. Das sollte das Geschäft ein wenig ankurbeln. Wo hast du den her? Sargon vom Kloster hat mir etwas verkauft. Grog habe ich bekommen. Sehr gut, immer her damit. So, du brauchst mir jetzt keine weiteren Schnäpse mehr bringen. Ich habe genug. Aber mehr geht immer. Ich möchte Sumpfkraut kaufen. Sehr gerne. Billig sind die aber nicht. Dafür habe ich einfach viel zu wenig. Das ist aber nicht gerade fair. Wenn ich mehr hätte, würde ich sie ja billiger verkaufen. Was wäre, wenn ich dir Sumpfkraut besorge? Du Schlaumeier, wo willst du denn das bitte herbekommen? Das ist unwichtig. Also? Du würdest dabei nur Verlust machen. Ich brauche nämlich nicht nur das einfache Kraut. Doch du bringst mich gerade auf eine Idee. Wenn ich wüsste, wie man diese Sumpfkrautstängel macht, dann könnte ich sie selbst herstellen. Irgendwer auf dieser verdammten Insel muss doch wissen, wie man die richtig herstellt. Ich sehe schon. Wenn ich das Rezept in die Finger bekomme, soll ich es dir geben. Du weißt gar nicht, was für einen Gefallen du mir damit machen würdest. Zeig mir deine Ware. Dann pass mal auf. Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Hast du etwas zu essen für mich? Wer nichts tut, hat auch nichts verdient. Ich muss da mal weiter. Was hast du denn so Leckeres? Dann pass mal auf. Ländliche Kost vom Feinsten. Was hast du? Dann. Der war doch sturzbetrunken. Das hätte ich dir vorher sagen können. Darf ich mal fragen, was du da treibst? Hä? Du weißt, was man mit Dieben macht, oder? Schon, aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Weil ich dich gerade dran gehindert habe. Außerdem stimmt das so nicht. Mein Schlüssel liegt in deinen Händen, du Dieb. Moment mal. Ich hab ja meinen noch. Wo hast du den Schlüssel her? Der Schlüssel gehört Oswald. Er hat ihn mir gegeben. Oswald kann meinen Schlüssel gar nicht haben. Das wüsste ich doch. Sagtest du Oswald? Ja. Jetzt schlägt's aber 13. Hat der miese Gauner sich glatt einen Schlüssel machen lassen. Ich bin der Einzige, der den Zugang zur Vorratshülle hat. Und was habe ich jetzt damit zu tun? Sei nicht so vorlaut, du wirst deine Strafe schon bekommen. Gib mir jetzt den Schlüssel. Glaub ja nicht, dass ich das nicht melden werde. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Ich meine, ich wollte doch nur... Das sollte nur ein kleiner Jux werden. Kleiner Jux? Pff,
Du weißt gar nicht, was du damit hättest anrichten können. Aber ich will dir eine Chance geben, wenn du mir einen Gefallen tust. Was für einen? Wenn die Zeit reif ist, wirst du es erfahren. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Hey, ich will mich auf dich verlassen können. Meinst du es ernst? Ja. Solltest du dein Wort brechen, verpfeife ich dich.